Jerome Powell hat gestern das gesagt, was er schon Ende Januar gesagt hat. Die Indizes in der Summe gar nicht so viel verändert. Man könnte meinen, naja, alles Suche, alles ziemlich entspannt, alles ziemlich ruhig. Aber nein, es tut sich einiges, meine Damen und Herren. Und zwar, es brodelt ganz heftig unter der Oberfläche. Und zwar an zwei Fronten. Einerseits an der Zinsfront. Warum, will ich gleich erklären. Und andererseits im Bereich der Aktien selber. Da muss eine Nvidia mit immer parabolischeren Anstiegen eben den Absturz von Apple, Tesla und ein Stück weit auch Google kompensieren. Wir wollen uns das Setup am Tag der EZB-Sitzung heute mal anschauen. Hier sehen wir das, was richtig brodelt aktuell. Das ist das, was in Japan passiert. Offenkundig wird die Bank of Japan im März bereits die Zinsen anheben und damit die Ära der Negativzinsen beenden. Da ist heute ein deutlich höherer Lohnzuwachs veröffentlicht worden in Japan. Die Löhne steigen also relativ stark, also muss die Bank of Japan langsam agieren. Wir sehen den Yen aufwertend, der war noch über 150 zum US-Dollar oder Dollar-Yen war über 150. Jetzt sind wir unter 148, also gute 200 Bips ist es da nach unten gegangen. Und wir sehen vor allem den Nikkei auch ziemlich unter Druck. Der Highflyer, der kürzlich ja noch ein neues Allzeithoch erreicht hatte, seit den 90er Jahren. Erstmals damals die Blase. Jetzt sehen wir, dass der da nicht besonders gut gelaunt ist. Deswegen, was passiert jetzt? Wir sehen, dass Mitte dieser Yen-Aufwertung natürlich alle, die sehr stark short im Yen sind, und das ist so ziemlich jeder, warum, hat sich ja durchaus gelohnt, wenn du Dollar-Yen zum Beispiel als Long-Position hast und die über Nacht hältst, dann kriegst du saftig Zinsen, weil der Dollar ja eben gut verzinst ist mit über 5%, der Yen dagegen sogar mit einer leichten Negativverzinsung. Also haben das viele gemacht. Der Yen ist die letzte Tankstelle, wo du praktisch umsonst dir Geld leihen kannst. Und genau das ist passiert und genau das wurde gemacht, und indem man sich Geld geliehen hat und dann in andere Risikoassets meist noch gehebelt investiert hat. Das wird bestimmt gut gehen, solange es eben gut geht. Wenn es nicht mehr gut geht, dann kann da ein kleiner Unfall passieren, und das könnte jetzt auch passieren, wenn eben diese gehebelten Positionen sich enthebeln müssen, weil der Yen aufwertet, was dann diejenigen unter Druck bringt, die eben in Yen Kredite aufgenommen haben, die ja bisher nichts gekostet haben, aber dann eben aufwerten könnten. Das ist das eine. Hier sehen wir mal die Bank of Japan, die hält über 60% oder knapp 60% aller japanischen Staatsanleihen, die draußen sind. Absolut verrückt. Im Grunde ist das MMT, im Grunde wird die Notenbank hier als Instrument gebraucht, um die eigenen Staatsschulden zu kaufen. Aber es wird gut gehen, wir werden wahrscheinlich auch diesen Weg irgendwann gehen, so steht er zu befürchten. Gestern, wie gesagt, da hat der Jerome eigentlich wirklich sich verweigert, wie ich gestern hier gesagt hatte, er hat schlichtweg nichts Neues gesagt, aber wenig später dann Auftritt von Neil Kashkari, der Agassi für das Prekariat, der dann gesagt hat, einen sehr naheliegenden Gedanken eigentlich mal ausgesprochen hat: Wenn die Wirtschaft weiter robust bleibt, warum sollten wir dann eigentlich die Zinsen senken? Bingo! Nachdem wir ja gesehen haben, dass die Inflationsdynamik zuletzt wieder im kurzen Zeitfenster nach oben gegangen ist, nachdem wir sehen, dass die Spritpreise jetzt den höchsten Stand seit November 2023 in den USA erreichen. Also am Dienstag bekommen, oder nächste Woche, Mittwoch glaube ich, oder Dienstag, 13. bekommen wir die US-Inflationsdaten. Das wird sehr wichtig. Erwartet zum Vormonat wieder 0,4 oder vielleicht sogar 0,5% Anstieg. Also relativ zackig. Hier sehen wir mal die Zinserwartungen. 3 bis 4, so aktuell die Erwartung der Märkte in Sachen Zinsen, aber nicht vor Juni. Das ist sozusagen der Konsens. Also nichts jetzt im März, klar, ist ja schon bald, 20. Dann haben wir am 1.5. die nächste Sitzung und dann am 12.6. Da erwarten die Märkte, dass eine Zinssenkung kommt. Was aber, wenn jetzt die Inflationsdaten relativ heiß ausfallen sollten nächste Woche, werden wir sehen. Wenn die nicht heiß ausfallen, kühler ausfallen würden, dann dürfte die Zinserwartung weiter nach vorne rücken. Aber wir sehen, dass auf der anderen Seite die Preissensitivität der Amerikaner steigt. Zwar sind ja die Inflationsraten im Vergleich zum Vorjahresmonat nur noch um und bei 3%, aber wenn die Preise vorher schon extrem hoch sind und es geht dann nochmal 3% nach oben, dann wird es immer schwieriger. Das berichten immer mehr Fed-Distrikte hier in dem gestrigen Beige Book, und auch, dass
hier Commercial Real Estate ein immer größeres Thema ist. So viele Erwähnungen wie noch nie. Also diese Gewerbeimmobilien, vor allem Büroimmobilien und das aus gutem Anlass. Gestern haben wir ja gesehen, New York Community Bank Corp abgestürzt, 42%. Man brauche frisches Kapital, hat man gesagt. Dabei hat der Chef, nämlich Alessandro Di Nello, noch vor 5 Tagen gesagt, wir haben eine ganz starke Liquiditätssituation, bla bla. 5 Tage später sagt er dann, wir bräuchten ein bisschen was Kapital. Und jetzt Auftritt eines Zombies, den wir eigentlich schon vergessen haben. Gemeint ist Steve Mnuchin, der ehemalige Finanzminister unter Donald Trump. Und der hat jetzt gesagt, da pumpen wir mal ein bisschen Geld. Nein, 1 Milliarde wird da reingepumpt unter der Führung. Von Mnuchin sind wohl auch andere dabei, aber man rettet also hier diese Community Bank, die sonst wohl kollabiert wäre und muss hier also eingreifen. Und dann auch ja das Thema derzeit Gold, Bitcoin, Gold jetzt neues Allzeithoch wieder. Warum eigentlich? Hier eine Grafik meines Kollegen Hannes Zipfel aus einem seiner Artikel für eine andere Seite. Hier sehen wir das Waller Statement, dass es dann mit dem Goldpreis nach oben ging. Was hat Waller gesagt? Er hat im Grunde gesagt, wir könnten doch eigentlich perspektivisch mal kurzlaufende US-Staatsanleihen kaufen, also T-Bills, 3-6 Monate Laufzeit, und dafür schmeißen wir dann Mortgage-Backed Securities raus, also hypothekenbesicherte Anleihen. Das bedeutet, dass offenkundig die Fed bereit ist, US-Staatsschulden früher oder später zu kaufen, allerdings mit kurzer Laufzeit, sodass sie die schnell wieder aus der Bilanz raus hat. Aber das ist sozusagen der nächste Schub gewesen für Gold, der Trigger, dass man sagt, das wird so oder so ausufern, da wollen wir harte Assets haben und das ist zum Beispiel Gold. Jetzt ärgern sich aber viele und sagen, ich habe Goldminenaktien und die larven nicht. Warum larven die nicht, obwohl der Goldpreis ja ein neues Allzeithoch erreicht hat? Das Gap dürfte sich irgendwann schließen, denn es verbessert sich ja direkt die Position, die Liquiditätsposition von solchen Goldminern, die dann einfach mehr für ihre Produkte bekommen, dass sie letztendlich ja herstellen respektive fördern. Jetzt nochmal zurück zu den Aktienmärkten nach diesem kurzen Goldexkurs. Hier sehen wir den Nasdaq 100. Und ich weiß nicht, ob Sie es gestern beobachtet haben, aber gerade dann gegen Abend plötzlich ganz starke Bewegungen, 100 Punkte nach unten beim Nasdaq, dann wieder 80 rauf, dann wieder 100 runter und das innerhalb weniger Minuten. In der Summe scheint nicht viel passiert. Der Index, nämlich der Nasdaq 100, 0,67% im Plus, war schon deutlich mehr. Wir sehen, wir sind dann eher am unteren Ende rausgekommen. Und hier sehen wir mal unten diese extreme Intraday-Volatilität. Da ist irgendwie eine Nervosität am Start. Der große Verfall ist erst nächste Woche. Hier sehen wir mal die Magnificent Seven Aktien. Da geht es zunächst mal nach unten, dann kommt eine Erholung, dann geht es zum Handelsende nach unten. Dieses Muster haben wir jetzt 2 Tage gehabt. Und wenn wir von den Magnificent Seven sprechen, dann ist da sozusagen Nvidia und dann kommt lange nichts. Dann kommt erst einmal Meta, dann Amazon, Microsoft, die sich ganz ordentlich halten, aber unter Druck vor allem Google, Apple und Tesla, da sehen wir auch hier eine Tesla, die fast 30% oder um und bei 30% jetzt im Minus ist, Apple zweistellig im Minus seit Jahresbeginn, Google weniger, aber Nvidia mit um und bei 80% ganz leicht gestiegen, aber Tesla von meinem zweitbesten Freund Elölö, die ist jetzt mal eben 30% seit Jahresbeginn gefallen. Der Kurs von Tesla jetzt so tief wie seit Mai 2017 nicht mehr. Und Apple, 17. Mai des Vorjahres, also 2023. Hier sehen wir, dass Apple jetzt so überverkauft ist wie seit 2018 nicht mehr. Also das sind die schwächsten Glieder derzeit, die ganz schön abgewatscht werden. Aber irgendwie passt das Bild an den Märkten nicht so richtig zusammen. Wir sehen den S&P, als seien wir in einem Bullenmarkt. Wir sehen Regionalbanken, die abstürzen, als sei die Bankenkrise nie beendet. Wir sehen, dass die Bonds steigen, also die Anleiherenditen fallen, als würde die Fed die Zinsen senken. Aber genau das tut sie ja erstmal nicht, wie sie gesagt hat, weil eben die Inflation wieder steigt, weswegen die Rate Cut Bets eben gecancelt werden zunehmend. Man hatte ja 7 erstmal eingepreist, 7 Senkungen, März, ganz sicher spätestens März. Jetzt verschiebt sich das in Richtung Juni, vielleicht irgendwann auf den Sankt-Nimmerleins-Tag.
Bitcoin steigt, als würde keine Rezession kommen. Gold steigt, wie Kobesi Letter hier formuliert, als sei eine Rezession bereits am Start. Und das, obwohl und der S&P mit neuen Allzeithochs oder in Richtung neuer Allzeithochs, obwohl Apple, Google und Tesla eben diese Schwäche zeigen. Und hier mal ein interessanter Tweet, hier eine Krankenschwester: Sir, Sie waren seit Februar 22 im Koma, der Patient wacht gerade auf. Die Zinsen stehen bei 5,25%, die Fed hat die Zinsen angehoben, es gibt einen Krieg in Europa und der Patient sagt, oh boy, ich kann nicht warten, bis ich meine Puts sehe, wie gut die sich entwickelt haben. Nicht ganz, wie wir sehen, also das ist wirklich so, würde man jetzt praktisch mal 2 Jahre irgendwie off gewesen sein. Und würde dann diese Basisinformation bekommen, dann würde man denken, hä, das passt nicht zusammen. Wir sehen den S&P 500 noch in dieser Wedge. Wir sehen die 10-jährige Anleiherendite in einer solchen Wedge. Was wird passieren? Wird man da rausfallen? Oder ist das eine bullische Situation? Ähnlich wie beim Dollar. Hier sehen wir, wir sind aus dem Trendkanal eigentlich nach oben schon ausgebrochen, konsolidieren jetzt. Gestern hier ein negativer Tag für den Dollar, aber oft sehen wir dann einen Ausbruch aus solchen fallenden Wedges, die dann auch als bullische Wedges bezeichnet werden. Oben sehen wir mal den Economic Surprise Index für die USA. Die Daten sind schlechter geworden, jetzt nicht dramatisch, aber eben ein bisschen schlechter geworden und die Stimmung ist noch besser geworden. 51,7% der US-Privatanleger sind nach neuesten Daten, meine Damen und Herren, bullish. Das gab es, wir hatten einmal einen leicht höheren Wert noch, kurz vor Weihnachten 2023, also jetzt vor knapp vor, ja, 3 Monaten und davor zuletzt aus dem Jahr 2021. Man könnte also sagen, bis auf Weihnachten jetzt 2023 ist die Stimmung der Privatinvestoren so gut wie seit 2021 nicht mehr, als wir ja noch in einer heilen Zinswelt lebten. Wir sehen den Nasdaq 100, sehen wir da eine Schulterkopf-Schulterformation? Fragezeichen, meine Damen und Herren. Aber Nvidia auf jeden Fall mit dem Anstieg gestern jetzt 2,23 Billionen an Marktkapitalisierung. Etwa das BIP Mexikos innerhalb relativ kurzer Zeit hinzugewonnen. Und das, obwohl hier diese AI-Euphorie noch nicht ganz die Dimensionen nach Google-Anfragen bekommen hat, wie die Meme-Geschichte damals. Aber gestern ja die Meldung Microsoft, hier ein ehemaliger Engineer, der sagt, dass die KI hier violent sexual images ignores copyrights etc. Jetzt frisch die Meldung, ein Google-Ingenieur ist angeklagt worden, ist verhaftet worden, weil er angeblich AI-Technology von Google an Chinesen verkaufen wollte. Uiuiuiui, macht man nicht, aber das ist eben die Frage, ob eben diese KI gestohlen werden kann, das Know-how gestohlen werden kann, sodass die Chinesen aufholen, sodass dann eben die himmelhohen Bewertungen von Microsoft und Co., die einen glänzenden Copilot-KI-Anwendung haben, dass das vielleicht dann nicht mehr ganz so einzigartig ist. China hat jetzt übrigens gewarnt vor diesen Trade Curbs, gerade was Hochtechnologie-Exporte betrifft, also Chips. Damit würde man sich selber schaden. Die Houthis haben jetzt erstmals Menschen getötet mit ihren Angriffen. 2 philippinische Seeleute gestorben, 2 weitere sind verletzt worden. Und wenn wir mal zum DAXI kommen, der ja kürzlich noch auf Allzeithoch war, mein geschätzter Kollege, der Marius Schweiz von Projekte 30, hat mir hier das mal übermittelt, dass die Volatilität eben in der Woche schon vor dem großen Verfall beim DAX deutlich anzieht. Und wir dann demnächst wohl sehr große Bewegungen sehen, so war es zumindest im Jahr 23 vor dem Märzverfall, der als volatilster gilt des ganzen Jahres. Also da vielleicht mal gucken, da könnte beim DAX jetzt ein bisschen Spannung reinkommen. Danke an Marius von Projekte 30 nochmal, hier zurück nach Deutschland. 2023 haben wir etwa 11,8% in Deutschland weniger Strom produziert als im Vorjahr. Die Gründe sind geringerer Strombedarf wegen der konjunkturellen Abschwächung. Gemeint ist das grüne Wirtschaftswunder, meine Damen und Herren. Und gestiegener Import von Strom. Was? Wir importieren Strom?
Hab gedacht, wir exportieren Strom, nachdem wir die AKWs abgeschaltet haben, ja, und das grüne Energiewunder kommt. Irgendwas ist da schiefgelaufen, meine Damen und Herren. Ich weiß auch nicht was, aber irgendwas ist da irgendwie nicht in Ordnung. Und das sehen wir auch bei den Auftragseingängen, meine Damen und Herren. Hier sehen wir mal minus 11,3% frische Daten. Das liegt natürlich auch an Großaufträgen, die nicht reingekommen sind. Hier sehen wir aber oben eine Grafik von der Commerzbank, dass eben auch ohne die Bulk Orders, also so Großaufträge, der Trend ganz klar nach unten weist für die deutsche Industrie. Das ist das grüne Wirtschaftswunder 2.0. Heute werden wir aber bekommen die EZB-Sitzung, vor allem die Projektionen in Sachen Inflation und Wirtschaft von der EZB. Das wird sehr, sehr wichtig. Lagarde dürfte sich ähnlich verhalten wie Paul. Nun schauen wir mal, gell, wir sind datenabhängig, jetzt wäre es noch ein bisschen früh, die Zinsen zu senken. Das ist wohl das, was dann kommen wird. Lagarde ist jetzt immer stärker unter Druck. Sie macht einen Fehler nach dem anderen, sagt hier ein Mitarbeiter offenkundig der EZB. Erst hat sie über alles gesprochen, aber nicht über die Inflation, als die so hoch war, und jetzt fährt sie um die halbe Welt und macht Dinge, die eigentlich nichts mit Geldpolitik zu tun haben. Okay, heute ja jetzt eben die Sitzung für Sie als Vorbereitung, als erste Artikelempfehlung gleich mal hier EZB in Wartestellung. Was ist da zu erwarten, was wird kommen? Übrigens viele EZB-Räte, also spanischer Notenbankchef oder keine Ahnung, zypriotischer, die kommen heute nicht nach Frankfurt, müssen per Video teilnehmen, weil sie fürchten, dann in Frankfurt hängen zu bleiben aufgrund der Streiks, die in Deutschland derzeit der Fall sind. Das zeigt aber auch nochmal ein zentrales Thema, nämlich Löhne. Davor hat die EZB, vor allem Frau Lagarde, ein bisschen Angst. Erste Empfehlung. Und die zweite Empfehlung, die Geschichte mit der New York Community Bank Corp. Das ist wirklich ein ziemlicher Hammer. Also diese beiden Empfehlungen. Jetzt sage ich Servus, ciao.